Diddu Wandler. Ja, Diddu verwandelt sich in Borderlands Folge 70. Und kurze Trivialinfo, ich dort in das weiße Feuer reinspringen. Oh, das erklärt meinen Schaden. Warum sollte man Schaden. Da reingehen? Ich weiß nicht, weil es leuchtet. Was leuchtet? Es leuchtet so weit. Was ist denn so lustig? Das ist ein Fakt. Warum sollte man denn dort rein? Weil es leuchtet. Ob er sich freut. Ja. So grinst er hoch, nur wenn er Schokoriegel kriegt. Ihr seid Panne, wär's schon wieder falsch gelaufen? Nur beide. Ja, ich hauptsächlich. Jetzt? Ja, na freilich. Oh scheiße, ich bin doch nur euch gefolgt. Hä? Hä? Nee, du hättest mal uns folgen sollen, ja. Was denn nun? Na, Benny und du sind falsch. Ach so, ich hab hier bin ja wieder beide neu gespawnt. Klar, dass ich nicht da bin, wo ihr seid. Ein bisschen, ach so, weil leuchten. Es leuchtet. Naja, es ist ein Fakt. Strom leuchtet auch und deswegen greife ich nicht dort rein. Strom leuchtet doch nicht. Klar, hast du schon mal einen Lichtbogen gesehen? Das ist die Energie, die sich umwandelt. Jetzt kommt der Klugscheißer raus hier, oder was? Ja. Holy shit, mein Taschenrechner leuchtet, der hat Strom. Ach, hier waren wir zuletzt, euch noch erinnern? Ja, ja stimmt, allerdings. Wo ist denn der tote Robert? Ach, hier vorne. Ist vorne an vorderster Front. Der tote Robert, da setzt ihr jetzt mal in die Cannon. Das war mir fast klar. Da geht der lebendige Matze aber lieber in Deckung. Das habe ich nämlich das letzte Mal schon gemacht, das war ultra geil. Ultra geil! Benny, High Five! Ich muss bloß den hier oben bewegen, da Benny. Runter zu gehen. Ich muss erstmal Kevin wiederbeleben. Echt wichtiger. Nichts ist wichtiger als ein High Five. So, jetzt kann ich einen High Five geben. Ne, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt bin ich schon negativ. High Five. So, ich brauche halt ein bisschen, um mich zu drehen, also wie ein Riel, aber es wird, wenn ich treffe. Ja. In den Riss! In den Riss! Bevor er sich wieder schließt! Was? Welchen Riss? Oh, hier rein! Oh, rein! Oh, sag mal! Größer geht's überhaupt nicht! Ich sag hier einen Riss. Na gut, da werde ich wohl mal rausspringen aus meinem Gefährt. Jo, Sanitäter der Legion, fall mal bitte um. Gute Idee, gewandte Drohne. Den kann man ja nicht mal beim Sterben zusehen. Aber ich merke, mein Skill funktioniert. Welcher jetzt? Na, dass ich halt, wenn ich meinen Nest anhab, die Gegner alle auf mich zielen. Deshalb Ach so. Bin ich so oft tot. Okay, alles klar. Na, ist doch wunderbar, dass du das alles wegtankst für uns. Ne? Bin ich ein großer Fan von. Ich habe jetzt nämlich da schon Stufe 4 von 5. Und das macht... Oh, guck mal, Benny, weißes Licht. Ja, das leuchtet. Weiß. Ah, okay, ging ja noch. So, hier, wir werden ihn ziehen lassen. Sorry. Granate! Geht es euch auch so, dass ihr keinen Überblick habt und einfach in den... in die Masse von... Ja genau, ich auch. Irgendwo... Irgendwas trifft es dann meistens schon. So, Levelübergang! Auch bei Solitär. Oh. Oh nee... Oh, sitzt jetzt an der Nerfgun vor dem Rechner. Piu, piu, piu.
Entschuldigung. Oh, eine Krone. Aufwendiger geht's näher. Ich wollte gerade sagen, die Konstruktion hätte man sicher einfacher gestalten können. Ist er wieder mit der Konstruktion nicht zufrieden? Ja, wirklich wahr. Brauchen wir ein bisschen vernünftiges Refactoring. Planeten! Das war eine Galaxie. Entschuldigung. Das kann man nur mal verwechseln. Was ist denn das vom Mastermind hier? Mastermind. Der Wächter. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Nur bei mir geht's so. Kannst du sie sehen? Da wollen wir hin. Sie gehört praktisch schon mir. Oh, zittere ich? Sehe ich aus, als ob ich zittere? Achso, du siehst mich ja nicht. Stell dir vor, ich würde zittern. Ich zittere. So, Jack. Oh, hey, Lilith. Wie läuft's denn immer so? Jack, du und deine Kammerjäger haben eine Chance, von hier abzuhauen. Ich hoffe sehr, ihr tut es nicht, aber... Oh, Baby, du wirst echt hübsch sein, wenn du stirbst. All das Ego und die Chuzpe, die dir durch die Einschusslöcher rauslaufen. Hey, Nisha, wie wär's? Gehen wir auf einen Drink, nachdem wir Lilith und Roland klein gehäckselt haben? Wenn wir das hier überstehen, überspringen wir den Drink. Ja! Aber was ist denn das schon wieder, Matze? Power! Speed! Ich muss ja mal übrigens anmerken, dass ich es überaus nobel finde, dass sich ein edler Ritter gefunden hat, der all die gefährlichen Orte bereist hat, nur um einen Automaten für uns aufzustellen. Ja. Echt krass, aber gut, die verdienen wahrscheinlich genug daran, dass sich das lohnt. Schon möglich, ja. Aber es traut sich auch niemand, die Automaten zu zerrammeln, ne? Die sind alle noch intakt. Selbstschussanlage. Das könnte sogar sein, zumindest bei Marcus. Du hast einen unheimlichen Blick in den Augen, Mädchen. Sag mal, was hast denn du mit deinem Mädchen, Robert? Tja, das sind halt hier die Mädels. Auf die ich hier so... Fühlt sie jetzt ausgeschlossen, oder was? Um Gottes Willen. Ich habe deine zwei Drohnen, die ich anhimmeln kann. Und die stehen auch auf mich, das weiß ich aus vertrauter Quelle. Zu viel Spaß an der Sache. Das ist aber schön, dass du auf Wolf stehst. Ich sehe kein Ziel, auf das ich schießen muss. Kevin tankt gerade wieder. Was ist denn das für ein Viech? Hat jemand, mitgekriegt, was Claptrap da von sich gegeben hat? Irgendwelche Quests aufsammeln. Kriegen wir hin. Oh man. Warte, Kevin, ich helfe dir. Das wäre übelst schön. Oh, Opa! Was? Er ist Opa. So, und jetzt rein. Gehen wir rein und machen mich berühmt. Kriegen wir hin. Und machen mich berühmt. Schönes. Ist doch richtig. Und nee, es machen gab mich ja auch berühmt. Es gab ja auch einen Beruf, der klingt wie ein Döner. Eigentlich heißt es und mach mich berühmt und nicht und machen mich berühmt. Jetzt gehen wir rein und machen mich berühmt. Passt eigentlich. Hat der Wir gesagt? Ja. Bei mir war kein Wir. Alter, hast du den aktuellen Patch nicht drin, da kommt das Wir mit rein. Ja. Oh, 5 GB groß. In allen Sprachen. Und in HD-Audio. Ach so! Das ist die Nebenquest, die der meint. Ja, okay, ja, na klar. Wir müssen ja Putties sammeln. Dinger mit Elementarwaffen draufschießen und dann im Nahkampf verschieben. Du musst ein bisschen genauer hören, was die Dinger angeht. Na, ich denke mal an die Gegner hier. Die Opas. Das ist ja... Die Opas. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Oh. Die Opas. Warte, ich vermöbel die Opas. Verstehst du sie? Ich hoffe, auf der letzten Runde. Auf der allerletzten.
So, wir haben Kryopodie aufgenommen. Und Feuerpodie. Hat jemand Korrosionswaffen? Ja. Ja. Dann waltet mal eures Amtes. Wo ist denn noch so Opa? Oh ja. Was gut bei mir. Autsch. Zurück aus dem Jenseits. Hier kommst du. Ich bin bei dir. Ready or not. Here comes the boy from the south. Du, Puddy. Ihnen ins Gesicht, Lisa. Brauchen wir den noch? Ja. Elektro. Also hab ich eigentlich die ganze Zeit, aber irgendwie will er nicht. Weiß nicht, Pudin. Vielleicht müssen wir den fertig machen mit den Elektrowaffen. Brauchen wir denn noch Säure, Pudin? Nee. Ja, ich hab einen Elektro, Pudin. Ich seh gar nicht mehr. Wächterguru. Wollen wir jetzt wieder zurückgehen? Oder? Nee, würde ich jetzt erstmal nicht machen, oder? Nee. Ich würde jetzt schon erstmal, wenn wir einmal hier sind, müssen wir den ganzen Kappes nochmal von vorne machen. So, kommt ihr mal, lasst die Putties in Ruhe hier. Das sind die Opas, die droppen nur Putties. Das ist auch gar nicht. Jetzt verstehe ich's. Hey, alles sind... jemand? Ich krieg hier komische Messwerte rein, die, vergiss es. Ist wahrscheinlich. Die Opas und die Putties. Los, weiter. Ja, das war ich. Wie fragt man den, ohne bemerkt zu werden? Ich weiß es nicht. Aus irgendeinem Grund hat keiner der Wächter mich angegriffen. Fast so, als wollten sie mich durchlassen. Boah. Atemlose Spannung. So was kann man einfach nicht programmieren. Power! Beat! Mal nützlich, sonst vergesse ich mich. Das ist eine Ich sehe keine Feinde, aber ich schieße aus allen Rohren. Ich bin doch nicht für Sie. Die Zeitung steht unmittelbar bevor. Massive Hate. Hey, das war bist du gestorben? Nee. Haha. Aber es war kurz davor. Ja, mit mir gibt's es nicht. Jetzt links hier, da können wir noch ganz weit aus dem Fenster, weil er ausgesehen sein Schild richtig fallen gelassen hat. Oh, das ist so bad, ey. Ups, ach, hey, ich bin der Größte. Jetzt nicht. Los, auf, Kevin, bitte fühl dich nicht gedisst, wir machen doch Spaß auf Kosten aller hier. Alter, das war halt so hart und so trocken und so beilig, einfach nur Hammer. Ach ja. Das sind halt so die besten Dinger, die so rauskommen. Jetzt fühlt er sich geil, weil er halt zufällig sein Schild richtig fallen gelassen hat. Zielt auf den Schild, ihr Volltroppel! Ich komm da drauf gerade nicht klar. Du kommst halt so einiges nicht klar, hab ich das Gefühl. So, weiter hier, Jungs. Weiß ich auch nicht, ob du heute Glücksbärchen-Müsli zum Frühstück hattest oder warum du so drauf bist. Nee, Bärchenwurst. Hat mir meine Frau drauf gemacht. Auf das Frühstückszimmer. Ja. Du, wir sind falsch irgendwie, oder? Weiß nicht. Ja, wir müssen da hoch. Das Ding ist praktisch rund, wie kann man da falsch sein? Naja, dann komm mal raus und guck, wo unser Ziel ist. Ha. Ich hab grad festgestellt, dass es doch sinnvoll ist, erst die Nebenquest abzugeben, ne? Warum? Das, was wir jetzt ausgehört haben. Na, weil die Hauptquest jetzt wieder woanders ist. Definier mal woanders. Also. Na, müssen wir jetzt das, was gerade ausgewählt worden ist. Na, aber die ist doch direkt hier. Hä? Ja, die ist im Zentrum. Echt jetzt?
Ja, ja. Das ist mal, das war die Nebenquest, die so weit weg war. Ich wusste nicht, was Elisa ist. Ich hab alles nur gelesen Hose. Und dachte, das ist ein anderes Gebiet. Alles so, also, go to the Zentrum hier. Alles tight in der Hose. Bei dir nicht, oder was? Immer. Sowas sind tight. Naja, siehst du? Tighter geht's gar nicht, also. Kannst du bitte mal normal... Nein! Ich bin so tight gestorben. Was will ich bitte normal? Ja, nein! Nee. Warum bin ich tot? Hä? Weil ihr alle keinen Dunst habt, über die Dinger zu springen. Ich verstehe es. Das ist einfach kollektive Solidarität, Kevin. Hä? Wie kommen wir denn jetzt rüber? Gut, ich verstehe es auch nicht. Nee, hier geht's auch nicht weiter so richtig. Kann es vielleicht sein, dass wir wirklich hoch müssen irgendwie? Na wie denn? Hast du einen Fahrstuhl in der Tasche? Ja, keine Ahnung, hier ist aber ein Tagebuch. Keine Ahnung, aber hier ist ein Tagebuch. Super! Meld dich, wenn eine Flasche Bier dabei ist. Wo? Schafft man den Sprung hier rüber? Nee, ja. Was denn, wo rüber? Ich würde einfach mal sagen, ja, du bist nur zu blöd. Nee, schaffst du nicht. Nein! Aber vielleicht gibt mir das einen neuen Blickwinkel. Nein! Ja, ne? Nee, Blickwinkel ist nicht neuer. Cool! Hast du auch den Sprung probiert, Benny? Hier rüber zu den Waffenkisten? Waffenkisten? Da drüben. Bleib hier, Erzwächter! Ist nee, das er macht mich so wütend, nicht. Ich könnte spucken. Nee. Ach man! Das wird nicht. Kommt so, jetzt dann mal hier, ohne Witz, wie kommt man da hin? Ja! So blöd wie wir kann man doch nicht sein. Wüsste, würde ich dorthin gehen. Doch. Ah, ich glaube, ich weiß es. Nee, das glaube ich nicht. Wie viel? Gut, dann geh zurück und lass mich in alleine. Ha! Ich hab's geschafft! Also vermutlich irgendjemand anders, aber erstmal egal. Der Vogel! Nee. Opa! Oh, hier ist der Superior Opa! Karneval in Venedig, ab geht er! Was, Robert hat's gefunden? Erstwerft jetzt? Echt jetzt? Wie hab ich das geschafft? Nee. Tja! Aber der Beef ist bei dir! Ich muss erstmal zu euch hinkommen! Jo, rechter Schnitter! The struggle is real, ich sag doch! The struggle is real! Wir kommen voll um, rechter Schnitter! Hat jemand ein paar Elektrowaffen mit? Ja, die haben übelst gutes Schild. Ja, also ich hab auch eine. Ich hab einen Laser und eine Shotgun Elektro. Ja, ich hab nämlich gar keine Elektro, weil Elektro eigentlich schwul ist, aber hier hilft's halt noch. Alles klar. Danke fürs Statement. So. Jo, wir müssen den Supreme Opa alle machen. No shit, Sherlock. Ja, ich mach die Sache. Tell me one more of this. Du Verbrenner! Und in dem Moment wird er eingeeist. Ja, ich sehe, wir haben hier noch leichte Kommunikationsschwächen, aber das ist nach 70 Folgen völlig legitim. So, ich hau meine Raketen auf den Bauch, auf den Opa. Warte, gleich habe ich nachgeladen. Ausgeobert! Warum krieg ich immer noch aufs Maul? Weil da hier noch seine Enkel sind. Immer diese Nachwuchsbrut. Oh nee, ich habe auf Kevin geschossen, Entschuldigung. Finde ich auch nicht nett. Stirb, Kestros! Warte, ich komme, um dich zu heilen. Colonel Sapedon ist gestern mit der Alien-Kreatur fortgegangen. Sie bringt sie irgendwo hin. Die Männer sollten eigentlich beunruhigt sein. Unsere Vorräte sind fast alle. Die meisten leiden an einem lila Ausschlag und die Träume. Schräg ist gar kein Ausdruck. So, rein hier in die Bude. Drin ist warm. Los, auf die Nisha! Los, auf die!
Bam! Was macht denn Roboter? Bei mir sind gute Schilder. Das macht Roboter. Die Sniper. Und die Sniper würde ich mir mal angucken. Ja! Hört, hört, schaut, schaut. Vielleicht das hier. Nö. Gute Brande, gar nicht schlecht. Das sah so geil aus, wie Benny straight vor mir eine Tiefe fliegt. Dieser Ultra-Hardcore-Slapstick. Osama! Der ist ja nicht mehr dabei in dem Spiel. Ja! Power! Ich bin ein sexy Dinosaurier! Wir sind durch! Power! Ich bin ein sexy Dinosaurier! Ja, warum so die Folge beenden? Los, wir machen das Wächter-Schnitzel hier noch fertig und dann... Wächter-Schnitter. So. Ja, haben wir doch geregelt hier. Jetzt schau mal, da kommt noch nächste Schnitzel hier. Hast du sechs Schuss abgefeuert oder bloß fünf? Das ist aber gut ausgeschnitzelt. So, bevor wir hier noch mehr geschnitzelt werden, sagen wir mal tschüss, bis zur nächsten Folge. War ne, gerade eine richtig geile Folge, fand ich. Mal sehen, ob es wieder so läuft. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.